Ich will keine Schokolade, ich will lieber einen Mann. Das war Trude Herr in den 50er Jahren. Wir wollen heute in unserem kleinen Bio-Kochstudio hier mal gucken, wie es denn die Herren der Schöpfung so mit Schokolade halten. Ich bin mir sicher, dieses Exemplar hier wird wahrscheinlich ein saftiges Steak bevorzugen. Aber ich habe zwei Bio-Spitzenköche hier bei mir. Und bei denen wollen wir mal gucken, ob die Schokolade mögen. Herzlich willkommen, Christopher Hinze und Stefan Weich. Hallo. Okay, wir machen also ein schokoladig-scharfes Männergebäck. Erzähl, was wir an Zutaten haben. Natürlich ganz besondere Zutaten, wie zum Beispiel die Chilischote. Das kommt aber nicht alles jetzt in den Kuchen, oder? Nicht alles. Also wir haben eine Hälfte, haben wir auch schon mal was vorbereitet. Schokolade natürlich. Die ist ganz wichtig. Und zwar ist es eine Zartbitterschokolade, mindestens 75% Kakaogehalt. Mhm. Dann gehört natürlich auch dazu die Minze. Auch eine ungewöhnliche Zutat für einen Kuchen, ne? Genau. Und dann natürlich, was gar nicht fehlen darf in meinen Augen, ist noch der frische Ingwer. Der hat ja auch einen leicht schärflichen Geschmack und den reiben wir dann frisch noch dazu. Dann natürlich hier Butter, Eier, Mehl, Mandeln, Zucker. Genau. Das kennen wir in Kuchen. Den Rest kannte ich noch nicht. Genau, dann haben wir hier noch eine Vanilleschote. Mhm. Und mit der Vanille und mit der Minze, da schaffst du es auch ein bisschen, so auch die Schärfe so ein bisschen abzukappen. Ja. Und das bringt dem Kuchen dann eigentlich so einen richtigen Pfiff, also das Interessante in dem Kuchen. Okay, dann legt mal los. Ich bin sehr gespannt. Die Butter und die Schokolade haben wir zusammen in den Topf rein und bei niedriger Temperatur zum Schmelzen gebracht. Jetzt geht's los mit den Eiern. Das sind natürlich Bio-Eier, bei den Eiern ganz wichtig, weil die einfach hervorragend im Geschmack sind und sich auch hervorragend verarbeiten lassen. So, und da kann man schön das Eiweiß vom Eigelb trennen. Und für die, die es lieber in der Eierschale machen, geht natürlich auch so. Streu die jetzt mal da okay, rein. Man sieht die roten Stückchen dann. Genau, da hast du nachher die roten Stückchen. Also da ist der Beweis immer da, da ist auch wirklich Chili drin. Ja. Und der Ingwer ist jetzt auch schon geschält. Da mit der Reibe kannst du sogar mit ungeschälten Ingwer, kannst du das auch machen. Ja. Das ist also auch eine ganz feine Sache. Okay, ich habe hier in der Zwischenzeit mal den Rohrzucker in das Eigelb getan. Und das wird jetzt, ich muss mal zeigen, das wird jetzt schön glatt gerührt. Und ich würde nämlich jetzt dann hier die Minze. Das kommt alles da rein? Das mache ich jetzt alles damit rein. Das ist eine richtige Handvoll. Handvoll, ja. Ja, da bekommst du so ein bisschen so einen After-Eight-Charakter, ne? Ah, okay. Und das schneiden wir jetzt ein bisschen in feine Streifen. Auch da wieder, ne, dass wir das später so ein bisschen sehen. So, ich habe jetzt schon mal die Schokolade mit dem Eigelb und dem Zucker verrührt. Ja. Jetzt ist wichtig, dass man da, ich zeig's mal so ein bisschen, jetzt ist wichtig, dass man auch ein bisschen sich beeilt und langsam die Zutaten hier zusammenfügt. Okay, dann okay, haben wir. Okay, wir müssen hier ein bisschen schneller machen. Jawohl, jetzt genau. Schon die Minze rein. Minze kann rein. Minze kann rein. So, und dann kommen nur 2 Esslöffel Mehl. Ja, also das ist quasi nur die Bindung dann, ne? Genau. Ja. Das sind hier die Mandeln. Ich entscheide mich immer gerne für Mandeln. Äußerst gesund natürlich auch. Was unabdingbar ist, ne, in jedem Kuchen, ist immer diese Prise Salz. Jetzt haben wir die Vanilleschote. Ja. Da haben wir so 2 Löffelchen damit reingemacht. Das ist im Prinzip die ganze Vanilleschote. Ja. Die wird getrocknet und wird dann gemahlen. Und hier auch wieder Bio-Vanilleschote, ne, weil man sich da sicher sein kann, dass da auch wirklich nur Vanille drin ist. Das Eiweiß ist jetzt drin. Ja. Und der Teig ist jetzt schon etwas fest geworden. Ja. Und jetzt muss es relativ schnell gehen, dass das jetzt in die Backform reinkommt. So. Das sieht doch schon echt mal gut aus. Okay, wir tun jetzt den Kuchen einfach in den Ofen. Ja. Und zwar 160 Grad, 12 Minuten. Schmeckt das reicht. Schön. Okay. Und dann gucken dann mal kurz nach, wie es aussieht. Komm her. Ich gebe das dann nach schon mit Alexa weiter. Rein damit. Jetzt ist er fertig. Wir haben ein bisschen verlängern müssen auf eine Viertelstunde Backzeit. Und jetzt nochmal eine Viertelstunde haben wir ihn auskühlen lassen. Okay. Jetzt kann ich das hier wunderbar mit dem Papier einfach so rausnehmen. Mmh, jawohl. Ja. Ah. Jetzt schau dir das mal an. Hier siehst du das. Ja. Da ist er noch schön, richtig schön nass, ja, und schön fluffig. Und da siehst du auch zwischendurch hier so ein bisschen die Minze und hier auch die Chilischote. Ja. Ja? Ja. Ein bisschen Schoko drüber. Ja, ein ganz, ganz leckeres Gebäck ist euch da gelungen. Nicht nur für Männer, sondern ich glaube, das mögen auch ganz viele Frauen. Ja. Und wenn Sie zu Hause das nachkochen wollen, nachbacken wollen, dann finden Sie das Rezept natürlich hier auf der Seite. Ich sage danke. Gerne. Und wir sehen uns beim nächsten Mal mit Weihnachten auf dem Lande. Lassen Sie sich überraschen.